Ja, willkommen zu einem neuen Video des JavaFX-Kurses und nachdem wir uns im letzten Video ja angeschaut hatten, dass GUI-Elemente Eigenschaften haben, möchte ich euch heute zeigen, mit welchen Methoden man auf diese Eigenschaften zugreifen kann. Dazu habe ich hier erstmal so einen kleinen Button, den kennen wir ja bereits. Und jetzt habe ich ja, wie gesagt, im letzten Video besprochen, dass solche Buttons einige Eigenschaften haben, insbesondere betrachten wir dieses Mal hier den Text. Ich habe das hier mal so als kleines Bild. Also der Button hat die Eigenschaft oder die Property, so heißt das bei JavaFX, und die Property heißt Text. Dieser Name Text wird noch sehr wichtig werden, wenn wir die dann wirklich im Code ansprechen wollen. So, jetzt haben wir hier also unsere Property und auf dieser Property können wir einige Methoden aufrufen. Und zwar wäre das einmal die Get-Methode, die halt den Wert oder die Eigenschaft an sich zurückgibt. Es gibt einen Unterschied zwischen das Objekt, also die Property, und die Eigenschaft, also der Text. Den Text kriegt man mit Get und das Objekt kriegt man dann direkt vom Button. Und wie das geht, zeige ich euch dann auch gleich. Und dann gibt es noch die Set-Methode. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist dieser Pfeil hier so weiß, das liegt daran, dass die Set-Methode nicht bei allen Properties geht. Es gibt nämlich auch sogenannte Read-Only-Properties und die kann man halt nur lesen und deswegen kann man halt den Wert nicht setzen. Aber gut. Das war's dann also mit den Properties und was man da im Grunde mitmachen kann. Und jetzt kommen wir zu den Methoden des Buttons und auch dazu, wie man dieses Property-Objekt denn überhaupt bekommt. Und zwar macht man das mit der Methode TextProperty. Und dieses Text kann durch einen beliebigen anderen Property-Namen ersetzt werden. Also wenn ihr irgendwie bei einem anderen Objekt irgendwie einen Zahlenwert bekommen wollt, könnt ihr hier zum Beispiel NumberProperty hinschreiben. Das hier ist also nur der Name dieser Property. So, und das gibt dann halt dieses Property-Objekt zurück und was man damit machen kann, habe ich ja hier schon gezeigt. Jetzt gibt es da allerdings noch zwei weitere Methoden zum direkten Ansprechen des Wertes und nicht des Property-Objekts. Da gibt es, wie gesagt, einen Unterschied zwischen. Wofür der genau da ist, zeige ich euch dann auch in den nächsten Videos. Und zwar gibt es auf dem Button noch zwei wichtige Methoden. Einmal setText, damit verändert man halt den Text, und einmal getText, damit bekommt man halt den Text, der aktuell im Button drin steht. Und dieses Text hier ist halt auch wieder der Name. Und diese drei Methoden haben was Besonderes, und zwar wenn wir eine Klasse erstellen und wir legen dann für ein Objekt ein Property an, dann sollten wir per Konvention diese drei Methoden hier anbieten. Einmal TextProperty, beziehungsweise wenn ihr das Property irgendwie Value genannt habt, dann ValueProperty oder halt hier den entsprechenden Namen, was das Property an sich zurückgibt. Dann in dem Beispiel SetValue, was halt den Wert setzen kann, und getValue, was den Wert halt zurückgibt. Das ist halt eine Konvention für JavaFX, die sollte man kennen. Gut, und das war's dann auch wieder mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.